Guten Morgen Leute, willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute ein paar Ruinen, Lost Places in Sid an. Dafür habe ich mir Schuhe gekauft, weil wir durch den Sand gehen und die haben 10 Euro gekostet. Man merkt es aber an der Qualität, bequem sind sie auch nicht. Also Schuhe würde ich euch nicht empfehlen hier zum Holen. Jetzt geht's los. So, es ist noch ein bisschen frisch. Wir haben 6.40 Uhr. Aber heute ist auch einer der letzten Tage, deswegen wollte ich mal ein bisschen früher aufstehen. Ja, jetzt muss man schauen, wie man da hinkommt. Es gibt diese Öffis, oder was heißt Öffis, diese Dolmusch heißen die hier. Das sind einfach so Busse, die holen euch ab. Also könnt ihr euch einfach an die Straße hinstellen und winken, dann hält er an. Da steht halt immer das Ziel drauf, wo ihr hin wollt, in meinem Fall Siede. Und da warten wir jetzt einfach, bis einer kommt. So, Knie ist besser, tut aber immer noch weh. Ich wollte heute auch noch schnorcheln und einfach, da gehe ich ungern ohne Schuhe rein und ich wollte einfach so ein bisschen Baden- und Laufschuhe für die Wüste, wo es mir egal ist, ein Zehner ist da schon wurscht. Ich habe gerade nachgefragt, der hat gemeint, die ersten Busse fahren so ab 7 bis Richtung 8. Es ist natürlich hier noch so ein Taxischild, wo man drücken kann. Eigentlich steht hier nur drücken und warten. Weil bevor ich da jetzt ewig warte auf so ein Bus-Taxi, glaube ich, kostet ein Zehner. Ich drücke einfach mal. So, ich habe noch ein bisschen gewartet. Die Busse, die kamen nicht. Deswegen habe ich mir jetzt ein Taxi geholt für einen Zehner. War mir ehrlich gesagt lieber, bevor ich da jetzt ewig warte und Zeit totschlage, weil ihr seht, das Wetter ist gut und später will ich noch an den Strand. Deswegen schaue ich jetzt, dass ich hier mal zügig durchkomme und dann geht es später zum Baden. Wenn ihr hier seid, da hinten geht es schon los mit diesen alten Sachen und da ist diese alte Arena, aber das will ich mir nicht anschauen, weil das so mit Touristen überlaufen ist. Also jetzt ist es noch echt ruhig, aber ich bin ja wegen den Sachen hier außerhalb vom Tourismus. Da geht da einfach hier so ein Stück in die Wüste und dann kommen hier solche Sachen, nur halt in groß, wie so Ruinen. So, jetzt bin ich hier in so einem Schild, aber ich kann die, also ich weiß nicht, was das bedeutet, irgendwas mit nicht rein, weil hier wahrscheinlich irgendwie was gebaut wird, aber ich will ja auch gar nicht, also das sind so Sachen, da will ich gar nicht hin, aber das, da wird halt irgendwie renoviert oder was weiß ich, auch da hinten, da sieht man gut die, wahrscheinlich Arena oder was das war, keine Ahnung, da war früher. Und diese Mauer, die war nicht. Und da hinten seht ihr auch so ein Gerüst, die bauen da irgendwas neu hin. Was früher gar nicht war, aber das schaut halt dann trotzdem so aus, als wie wenn es alt war. Genau, hier steht es auf Englisch. Da kann ich jetzt auch mit was anfangen. Und das sind eben so Sachen, die schauen wir uns jetzt zusammen mal an. Wenn ihr sowas macht, empfehle ich euch, am besten früh loszugehen. Und dann habt ihr einfach viel mehr Ruhe, es ist hier nichts los. So, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich nicht gesehen habe, was das ist. Und dann steht hier einfach ein Kamel. Aber ihr sollt mich ja nicht irgendwie angreifen, oder? Ich glaube, das sind harmlose Kreaturen. Ich glaube, ich gehe einfach hier hoch, dann habe ich auch mal einen Ausblick auf das ganze Gelände hier. Also das sind die Viecher, die halt irgendwie an den Parkplatz da angebunden werden und dann für ein paar Fotos 10, 20 Euro verlangt wird. Die chillen den ganzen Tag da in der Sonne. Also Kamel will man hier nicht sein. Und jetzt geht's los, weswegen ich so billige Schuhe anhabe, weil ihr nur noch in Sand lauft. Und dann ist es euch ja egal mit den teuren Schuhen. Das ist jetzt irgendwie ärgerlich, aber mit solchen Schuhen ist es ganz egal. Das ist jetzt noch so ein Scheiß, was die hier gebaut haben. So ein Zaun. Warum die das gemacht haben, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Und am Strand direkt ist auch noch mal einer. Aber ich glaube, dass die Sachen, wo ich hin will, hoffentlich eh mehr auf der Seite waren und nicht da drüben.
gewundert, was so raschelt. Das sind Schildkröten. Und die lebt auch noch. Ich weiß aber nicht, ob der das zu heiß ist in der Sonne, aber die wird sich schon was anderes aussuchen, wenn's. Ah, die ist ja eh am Essen. Kann man die streicheln, oder? Boah, die sind auch schwerer, als ich eigentlich dachte. Also bestimmt so eine 5-Kilo-Hante. Komm raus da. Zeige mal dein Gesicht da. Ich hab dir nochmal eine gute Aussicht. Da ist die Grenze. Aber auf der Seite ist eh nichts. Und hier sieht man es ganz gut. Überall diese Steinreste. Ich laber schon ewig rum. Aber da kämpfen wir uns jetzt einfach mal durch. Die ganzen Sachen da hinten in der Wiese könnte ich mir auch anschauen, aber da blüht es gerade so und da sind überall Bienen. Und dass mich so eine türkische Biene sticht, habe ich keine Lust. Deswegen schauen wir uns jetzt die Sachen da im Sand an. Und da hinten ist übrigens dann das Meer. Wir chillen uns jetzt mal da an das alte Gebäude hin. Das schaue ich mir mal an. Und danach, die Drohne habe ich dabei. Lass ich die Drohne hier mal ein bisschen rumfliegen und mal schauen, ob man irgendwas Gutes noch sieht. So, sieht mir aus wie so eine alte Festung. Und sowas finde ich halt immer ganz cool, weil es nicht zu diesen Standard-Touristensachen gehört. Also wenn er hier auch tagsüber hingeht, ist eigentlich nichts los. Und ihr könnt es für euch selber entdecken. Mit der Geschichte kenne ich mich leider auch nicht aus. Ich habe mich da auch schlecht informiert. Ich habe nur mal auf Google Maps so ein bisschen rumgeklickt und dann werden euch da irgendwelche türkischen Orte vorgeschlagen. Da stand bei einem mal irgendwie Krankenhaus oder sowas dabei. Was das aber hier jetzt alles letztendlich war, kann ich euch nicht sagen. Aber ich schaue es mir einfach mal so an. Für manche erscheint es eventuell als langweilig, aber ich bin ja eh dieser Lost Place Fan und auch wenn das jetzt nur noch Ruinen sind, das ist trotzdem noch für mich interessant anzuschauen. Ich hätte einfach mal gesagt, hier fliegen wir mal ein bisschen rum. Wäre eigentlich auch geil zum Quadfahren hier, gell? In der Wüste hätte auch was. So, geflogen wird wie immer mit der Mavic Mini. Ganz normal. Gesehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier früher auf dem Gelände irgendwie mehr war. Also das ist ein bisschen zurück, aber die bauen ja hier auch ab und bauen irgendwie neue hin. Was jetzt mit diesen Sachen hier passiert, die auf diesem Gelände stehen, wo nicht so viel los ist. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, jetzt schauen wir uns das einfach an, was noch da ist.
klar, so richtige Lost Places, wo man jetzt irgendwie Bunker noch findet. So schaut es eher nicht aus. Wäre natürlich auch krass, aber da ist nichts. Uhr. Noch eigentlich recht früh am Morgen, aber ich sag's euch, das ist einfach die beste Zeit. Die Sonne ist noch nicht so heiß, und das ist ja jetzt April noch. Noch nicht so heiß, alles entspannt, das Meer ist ruhig. Also super, da vorne ist jetzt das nächste, die nächste Ruine, die wir uns anschauen. Also es sind wirklich nur noch Trümmerfelder. Also hier war ja keine Schlacht oder so, das wäre mir neu. Aber wie gesagt, boah, eine Riesenechse. Seht ihr die da oben? Jetzt ist sie da innen drin. Guck mal, ob ich die drauf kriege. Also der Schwanz schaut noch raus. Da drin ist sie. Gut. Da vorne chillen ein paar Jungs. Mit so einer Maybach X-Klasse heißt die, glaube ich. Ja, aber ihr seht, mehr gibt es hier gar nicht zum Sehen. So Leute, trotzdem danke fürs Einschalten und Anschauen des Videos. Wenn ihr sowas machen wollt, macht es einfach früh aufstehen, dann ist es ruhig. Und jetzt habe ich es wieder mal gesehen. Die Kamera alles festgehalten mit der Drohne. Also das passt schon. Und ja, jetzt geht es wahrscheinlich ein bisschen schwimmen. Einfach das Wetter genießen. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.